gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will. Dieses Land wird Wer nie möchte aufnehmen, eine Geschichte solange die Clans sich bekriegen. Wer hätte Freude an einer Göttin? An einer Göttergeschichte. Es gab immer Krieg, sogar zwischen den Göttern. Kommt und trinkt! Lasst uns die Götter und... Pass auf, Nitek! Balka? Schweig. Ich versuche, die Lieder der Natur zu hören. Hamuram. Hamuram. Svala? Sie lobpreist und sie ist willkommen. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste, große Odin, mächtige Freya. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seder. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich suche deinen Rat in einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr. Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht. Eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein. Oder ein Wahn wegen der Kälte. Aber beschreibe sie mir. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Da war ein Wolf, heulend und wild. Und dann eine Gestalt. Mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ah, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch Seder wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, das die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Was brauchst du denn da? Einen Trank, um deinen Hugar zu lösen und deine Gedanken zu entwirren. Du wirst gleichzeitig wach sein und schlafen und in die Traumwelt reisen. Es mag dich verwirren oder verstören, doch du musst dir alles merken, was du siehst. Trink. Wenn du wahrhaftig verstehen willst.
Mhm. Ich habe nichts gesehen, Valka. Nichts gefühlt. Harvey! 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 Wandle ich unter den Toten? Sigurd? Sigurd, Bruder, wann bist du gekommen? Sigurd? Bruder! Was geschieht hier? Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Es ist unser Schicksal. Sigurd! Es war nicht für dich, Harvey. Ich dachte, ich... Was war das? Erzähl mir alles. Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel. Einem Wolf hinterher. Mhm. Ich sah Odin und die Nornier, welche die Schicksalsfäden spannen. Sie sahen mir zu. Sie sahen dir nicht zu. Sie zeigten dir den Weg, dein Leben, deinen Pfad, was vor dir liegt und wo es endet. Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit, als hätte er gewollt, dass ich ihm folge. Du trägst das Mal des Wolfs und bist damit für dein Leben gezeichnet. Hier könnte er deinen Ehrgeiz darstellen oder deine Angst. Ich sah die Tore zu Odins Halle der Gefallenen. Sie öffneten sich mir. Die Schatten Walhalls, das zu erreichen dir bestimmt ist. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Meine Erinnerungen sind blass, neblig. Hast du den Gipfel dieses Berges erreicht? Das habe ich, ja. Sigurd war auch dort. Verletzt, schmerzerfüllt. Sein Kampfarm fehlte. Dann erschien der Wolf erneut. Groß wie ein Drache und schrecklich verändert. Er starrte mich an und attackierte mich. Dann erwachte ich. Die Götter begünstigen dich, Eivor, schon immer. Du wirst deinen Ruhm haben und dir deinen Platz in Valhall verdienen. Doch diese Vorzeichen bergen auch eine dunkle Wahrheit. Der fehlende Arm, die Blutspur, die Bestie. Du wirst deinem Bruder Sigurd verraten. Das ist die Bedeutung dieser Bilder. Das kann nicht stimmen. Ich würde Sigurd niemals verraten. Er ist mein Bruder, meine Familie. Die Nornir haben gesprochen und dies ist ihre Botschaft. Nein, das ist falsch. Du deutest es nicht richtig. Das kann nicht stimmen. Du wirst Sigurd verraten.
Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich.